Wir sind zurück mit Kirby. Jetzt die allerletzte Welt. Ich habe alle gemacht. In der isolierten Inseln. Wüste. Lava. Jetzt kommt nur noch das Labor. Ich habe Eis auf plus 2. Ich hoffe, das reicht. Ich mache mal schnell das Fenster zu. Und dann machen wir uns ran an den allerletzten Endboss. Oh. Ich finde, klar, es ist gut, dass die Welten alle abgeändert haben hier in dieser Zweitwelt. Aber ich finde das Reuse von den ganzen Bossen ein bisschen schade. Weil es gibt echt nicht viele verschiedene Bosse, ne? Es gibt nicht mal 10. Guck mal, selbst das der Wich. Diesen Ultrastrahl. Der ist ja voll direkt wieder gefroren. Tschö. Balance Patch. Also der Schild von dem. Der Schild ist einfach zu krass. Aua. Ey, 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 Eis, 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 her damit. Nein, Eis, Eis, Eis. Ohoho! Der hat den trotzdem noch durchbekommen, wie assi. Sch
Schild bitte. Den habe ich nicht kommen sehen. Nein! Oh, Eis, Eis, Eis! Stell dir mal vor, das ohne diesen Ultra-Dev. Darf ich mich vorher heilen? Stufe 3 wird nice. Nochmal mehr Schaden. Flatter Traumfresser. Guck dir mein Leben an. Wie findest du das? Ist fair, oder? Scheiße. Feuer trifft mich halt immer. Ach, ich bin tot. Da ist mich zwischen Leo und dem nicht. Leo hat schon zwei Phasen. Also, ich frage mich, wie man das ohne diesen Block machen soll. Wenn ich jetzt nochmal Leo machen muss, dann wird es echt schwierig. Okay, man muss nicht nochmal Leo machen. Dann ist er chillig. Einfrieren, einfrieren. Guter Schaden.
Doppelschwert. Riesenschwert. Doppelriesenschwert. Oh oh. Oh, es ging. Oh, das ist gut. Hä? In welche Richtung hat er geschossen? Hab ich ja, hab ich ja. Oh, der soll wieder diese eine Attacke machen. Die! Perfekt. Da treffe ich den gleich wieder komplett. Dann ist er tot. Mist. Die Attacke trifft mich auch immer. Komm, 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 Eis, 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 Eis. Na. Oh. Ja, Eis, tot. Oh, da gibt es bestimmt wieder das Schwert.
Wenn du das noch mit reinziehst, Pizzi, dann ist die Story eigentlich so 10 Stunden lang. Zwei Parts habe ich gemacht, je eine Stunde. Und jetzt den Boss. Gut 10 Stunden. Und jetzt der geheime Supergeheimboss. Also wenn jetzt noch mal eine Phase kommt, dann... Man hat ja nicht gesehen, was mit dem Morph-Ding passiert, ne? Glaube ich aber nicht. Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich habe nie ein Kirby-Game gespielt. Aber wenn du das sagst. Wieder Endcredits. Endcredits, die zweiten. Ach, dieses Star Allies, meinst du? Das war doch free to play, oder? Kannst du gar nicht vergleichen, das war ja free to play. Was? Nee. Das haben die doch am Anfang für Nintendo Switch Online umsonst gemacht. Ich werde fast sicher. Aber ich weiß, es gibt auch eine Retail-Fassung. Aber die hat dann nicht 50 Euro gekostet, oder? Das wäre frech. Ich denke, das können wir überspringen, oder? Es gibt ein neues Kolosseum. Kolosseum 3. Mit den neuen Endbossen. Alle Endbosse von gerade hintereinander. Gucken uns noch eben an, was da als Belohnung für gibt. Zwölf Kämpfe, aber drei Sterne. Hier waren auch 12 Kämpfe, habe ich gebraucht 13 Minuten. Wenn du hier so 15 Minuten brauchen würdest, mit Eis, das ist alles kein Problem, du kannst alles mit Eis machen. Oh, es könnte sein, dass der Meta Knight-Kampf wieder mit Schwert ist. Ja, mach mal ein anderes Mal. Also das war's mit dem Video. Das war der super geheim Endboss. Wenn doch mal irgendwie was Neues kommt, lasse ich es euch wissen. Bis zum nächsten Mal.